Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles mit mir, dem Kampfwolf. Hallo Kampfwolf! Kampfwolf! Hallo? Hallo? Schon wieder abgehackt. Es ist ja mittlerweile schon Standard, dass die Begrüßung immer schief geht. Irgendwie hat dein Mikro so eine komische Rauschunterdrückungsempfindlichkeitsmacke. Einfach zu leise gestellt. Gibt's denn sowas? Da sind wir wieder mit einem durchsichtigen, zwei sehr fleißigen Schmiedinnen und dem Vorhaben, den Turm mal wieder weiterzubauen. Das kam die letzten Tage etwas ins Hintertreffen. Das wollen wir jetzt mal wieder forcieren. Und ich könnte mal noch, was könnte ich hier noch Schönes lernen? Eigentlich nichts mehr. Außer Deko-Gedönse. Naja. Na gut. Dann schauen wir mal. Rinde. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Teer. Und Schwefel. Und Stahl. Das ist auf jeden Fall etwas wenig. Wieder auffüllen. Das sieht auch ziemlich leer aus. Da wird es hier gleich wieder Eisengemetzel geben. Bist du noch da, Kampfwolf? Ja. Ich hoffe doch, dass du nichts erzählst die ganze Zeit, weil bei mir kommt nichts an. Hatte ich nicht. Du warst stumm. Ja. Das beruhigt mich. Also in der Hinsicht, dass ich dann nichts verpasst habe. Ich sehe gerade, irgendwie fehlt mir wieder mein omnipräsentes Superbeil. Kann ich das jetzt eigentlich bauen mittlerweile? Nö, ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich. Alter Schola, Level 45. Nee, kannst du mir noch mal eins basteln, weil ich mich nicht weiß, wo meins. Ich glaube, das ist ins Nirvana gewandert. Mitsamt meinen unzähligen Leichen. Mal vorbeikommen. Jo. Dann tu das mal. Ich guck mal hier, was ich jetzt noch. Da ist noch ein bisschen was zu futtern. Da brauche ich auch gerade. Jo. Also primär würde ich sagen Eisen, Kohle, Steine. Was für ein Zufall, ne? Ja. Gestern das Holz nicht. Ja, stimmt. Holz brauchen wir auch noch. Dann gehe ich ja mal gleich Holz hacken. Ist es eigentlich Mittag oder Morgen? Ich weiß nie, was für eine Uhrzeit wir haben. Oh, es ist schon Nachmittag, ne? Ja. Sieht mal so aus. Dann reicht's doch gerade für Holz. 16 Uhr rum. Das habe ich schon wieder vergessen zu trinken, wie immer. Komm Hähnchen.
So. Packst du es noch bis Sonnenuntergang? Nicht? Na dann. Oh, bis zum Zwischenlager, oder? Ja, bis dahin locker. Bei dem ich haut schon wieder irgend so ein Feature raus. Okay. Ach, guck mal, das Hähnchen kommt mir nachgelaufen. Sehr anhänglich. Hoppala, zwei Bäume gleichzeitig, das ist immer nett. Und wie die so schön fliegen können. So. Da ist ja noch Platz. Oh, ich habe da jemand auf mich aufmerksam gemacht. Das gefällt mir jetzt gerade nicht gut. Oh ja. Der große Rote ist hinter mir her. War? Der beste Freund. Scheint so, als wäre er wieder umgedreht. Besser für ihn. Dann nehmen wir doch mal noch mal ein paar mit. Wo ist er hin? Oh. Okay. Er hat sich gemütlich in den Sand gelegt und wackelt mit dem Köpfchen. Finde ich ja mal prickelnd. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ein Männchen machender Drache. Ne, Platz machen. Männchen macht er nur, wenn er dich zermalmt. Jetzt wird es aber schon wieder gleich düster hier. Da. Komm, Hähnchen. Ich habe auch gesagt, dass ich nicht bis Sonnenuntergang da bin. Jetzt habe ich mich doch tatsächlich mit dem Drachen ein bisschen zu lange aufgehalten. Okay, jetzt. Na? Na komm. Auf geht's nach Hause jetzt. Super, jetzt komm wieder irgendwo rum, wo ich gar kein Wasser ist. Meine Kehle ist ausgedörrt.
Ihr will mich doch jetzt gerade veräppeln, oder? Ich habe hier noch fast ein Viertel Wasser. Warum ist meine Kehle ausgedörrt? Ist das jetzt neu? Haben die wieder ein Update gemacht? Das ist immer eine interessante Meldung. Lustiger ist, wenn du über Land, eigentlich über Land läufst, aber schwimmen tust. Ja, das hört sich sehr interessant an. Das nennt man dann wahrscheinlich Trockenübung, ne? Ja, ist vor allem geil, wenn du unter Wasser schwimmst, obwohl da gar kein Wasser ist. Dann auch noch am Trinken bist. Nett. Wenn du an die Wasseroberfläche kommst. Offensichtlich existiert an dieser Stelle schon eine Biom, was noch gar nicht da ist. Okay. Das hört sich ja spannend an. Ey, hier ist Wasser, wo gar kein Wasser sein dürfte. Da haben wir noch Holz. Da kann man noch Holz gebrauchen. Dann werfe ich doch schon mal die gebogenes Holzmaschinerie an. Müsste ja erstmal reichen, da haben wir ja auch noch ein bisschen was, nee, da 100 noch, dann haben wir ja knapp 200 für das erste. So, erste. Verteilen wir mal die Kohle und dann gehen wir bei Sonnenaufgang mal ganz flott noch Eisen farmen. So, dann haben wir 100. Ziegel haben wir jetzt aber echt genug. Ah, Eisenverstärkung, genau, die brauchen wir auch noch. Halleluja. Ah, das dauert noch ein paar Stunden. Ja, so ungefähr. Ich werfe mal noch ein paar Eisenverstärkungen an. 41. Da haben wir nur noch Kohle. Was macht denn hier Kohle drin? So. Kohle, Kohle, Kohle. Oh ja, heute bräuchte man noch. Was brauchst du nicht? Holz. Davon haben wir jetzt gerade genug. Kohle. Machen wir hier mal da hinten noch ein bisschen rein. Weil hier brauchen wir ja auch Kohle. Ja. Kann man auch gleich schon mal anwerfen. Warum das jetzt hier drin liegt. Keine Ahnung. Ich mach's mal wieder raus in die Kiste. Hier ist auch noch Kohle, alter Schwede. Da haben wir noch ein bisschen Reserve. Da ist nix. Ah, okay, das ist ein Klappzeug. Okay. Können wir eigentlich oben noch hinwerfen. So. Ambrosia. Ach, da haben wir auch noch. 74, dann machen wir doch mal Feuer. Juhu. Der läuft. Neue
19. Okay. Jo, stimmt, da haben wir auch noch was. Da machen wir auch noch ein paar. Vielleicht nochmal 30. Eigentlich kann es erst reichen. Gut, gut. Dann. Holen wir hier noch die Kohle rein. Und los geht's. Äste, genau. Die braucht kein Mensch. Abfall, mittlerweile. Aber brauchst du die Äste? Hä? Braucht man die Äste? Ich nicht im Moment. Also von daher sehe ich das mal ganz easy peasy. Holz lege ich mal noch in die eine Truhe rein. Dann wäre ich nämlich jetzt bei Sonnenaufgang schon fix und fertig für gemütlich Eisen hacken. Gemütliches Eisenklopfen. Yes. Mal so 600 Pi mal Schnauze. Ach ja. Dieses schöne Update mit dem, die Steine zerbröseln nicht mehr, sie verschwinden einfach. Aber vorher darfst du noch dreimal in die Luft hauen und die Hacke wird abgezogen. Perfekt. Ist ja schon etwas irritierend, wenn da kein Stein mehr rauskommt. Verschwinden die eigentlich auch, sobald man den letzten Fitzel quasi rausgehauen hat? Oder bleiben die dann stehen mit Null? Nö, die verschwinden. Ohne irgendwo. Muss halt nichts mehr raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wann der... Okay, er verschwindet. Gut. Es ist halt etwas gewöhnungsbedürftig, ne? Da fand ich das Zerbröseln aber viel schöner. Sehr gewöhnungsbedürftig. Beim relativ irritierend, weil du denkst, der Stein ist da noch und... Ja. Und dann klopfst du mal mindestens einmal zu viel drauf. Und bei... drauf achten, dann... Und bei 10 Steinen hast du dann mal locker knapp ein Fünftel von der Hacke weg, ohne dass irgendwas nützlich war. Ja, prima. Sinnvoll wäre ja vielleicht noch so ein Lebensbalken von so einem Stein, dass man es auch optisch sieht, wann der letzte Schlag war, ne? Das hat man ja vorher an dem Zerbröseln. Genau. Also ich meine jetzt entweder zerbröseln, dass man es richtig sieht, oder halt so ein X von Y, dass man es definitiv sieht. Weil das da ist irgendwie so nix. Halbes und nix Ganzes. Da muss ich jetzt immer ganz vorsichtig klopfen. Geht noch einer? Geht noch einer? Geht noch einer? Oder man zählt dauernd mit, was auch ein bisschen anstrengend wäre. Finde ich jetzt mal so. Zählen muss halt nicht, muss halt nur drauf achten. 4, 5, wenn Schlacht kein Stein mehr dazukommt. 6. 6, also 6 Schläge. Superb. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt müsst ihr Plopp machen. Tja, prima. Also zählen wir jetzt jedes Mal bis 6. Jo, und schon habe ich zu viel an Bord. Prima. Naja. Erste Runde. Auf wie geht's? 1, 2, 3, 4 und Feuer. Wer macht denn da so einen Krach?
Mir deucht, da draußen wäre Gevieh. Wie kann das denn passieren? Keine Ahnung. Es hat sich gerade angehört wie unser Libellenvieh. Und die Bogenschützen schießen. Irgendwie hat sich da was verirrt. Böses, böses, böses. So, nächste Runde. Mal gucken, ob es noch da ist. Ist es noch da? Oh, ein Skorpion war es. Ein kleiner, böser Skorpion. Dachte, er müsste mal kurz anklopfen. Ich? Hm? Warum auch nicht? Ne? Hat halt keinen Kuchen dabei gehabt. Der ist böse. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, plopp. Super. Ich glaube, Kohle war 8, kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Da ist doch schon jemand am Hauen. Was glaubst du denn da Schönes? Eisen. Okay. Einer zu wenig? Ja, super. Jetzt aber. So, da haben wir doch schon wieder voll. Und das ging flott. Und wenn ich mal gerade auf die Uhr gucke, dann sehe ich, dass die Folge schon wieder zu Ende ist. An der Stelle sagen wir dann mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.